Eitel Sonnenschein hier in Frankfurt, aber noch nicht hier hinter mir. Hinter mir die deutsche Börse gerade. Da ist der DAX im Moment nicht so sehr der glücklichste aller Marktteilnehmer, hätte ich fast gesagt. Zumindest mal diejenigen, die ihn handeln, und zwar auf der Long-Seite, die waren nicht zwingend die glücklichsten. Denn der Markt ist ja gestern ordentlich nach unten verprügelt worden, ziemlich zügig nach unten. Das ist allerdings losgelöst von dem, was wir gerade im Moment sehen bei den amerikanischen Märkten. Denn da ist es relativ harmlos aktuell erstmal unterwegs. Der Markt ist zwar auch dort ein bisschen nach unten gekommen. Man sieht auch das typische Verhalten, Schubkorrektur, Schub wieder. Insofern alles Babene. Aber das übergeordnete Bild ist doch sehr seitwärts hängend. Wer sich den Dow Jones mal anguckt, der sieht, dass das alles nicht so wirklich von Überzeugung geprägt ist. Man wartet offensichtlich ab, denn heute, 31.07., da wird die Fed, die amerikanische Notenbank, zu uns sprechen und dann ihre Zinsentscheidung, ich fasse es mal neutral erstmal auf, verkünden. Das wird möglicherweise ein Zinscut um 25 Basispunkte sein, eventuell sogar um 50. So wird gemunkelt. Also beides ist denkbar und wir werden sehen, wie der Markt darauf reagiert. Auf jeden Fall vorher gehe ich davon aus, wird das eher noch harmlos sein. Also zumindest mal Chancen, dass der Markt nicht weiter fällt für den DAX und für den amerikanischen Markt wahrscheinlich vorher erstmal nicht wirklich ein Impuls. Allerdings im Anschluss können wir durchaus davon ausgehen, dass wir stärkere Bewegungen zu erwarten haben. Also dass der Markt dann heftiger reagiert. Eigentlich sollte das nach oben sein. Dafür ist es aber auch spannend für uns als Händler. Denn das eine ist immer die Idee, irgendwie was zu tun. Das andere ist, wann trete ich denn dann ein in den Markt? Und das wäre beispielsweise die Marke des Zwischenhochs, die ich dann immer als Trigger sehe. Also sprich, wenn wir wieder neue Hochs ausbauen und nicht fallende Hochs haben, sondern es wieder in die andere Richtung geht. Das wäre ein typischer Startschuss, um hier reinzukommen in den Markt. Nach oben, also vorzugsweise in Amerika, durchaus auch beim DAX, im Kleinen allerdings noch nicht zu erkennen. Wer allerdings ein bisschen größer mal drauf guckt auf den Index, der sieht, so ein bisschen hängt die Situation auch hier. ABC ging so runter. Wir hätten beste Voraussetzungen, auch ein gewisses Unterstützungsniveau aus Fibonaccis und anderen technischen Hilfsmitteln, die sicherlich den einen oder anderen Techniker dazu bewegen werden, hier eventuell mal nach oben zu zielen und gegebenenfalls wieder vorsichtig reinzukaufen in den Markt. Meine Empfehlung, ich habe es oft genug erwähnt, auf kleinerer Ebene mal drauf gucken, mal schauen, ob man hier eventuell dann ein entsprechendes Verhaltensmuster schon sehen kann und dann vom Kleinen aufs Große schließen. Und unter Umständen hat man dann einen sehr guten Trade, weil man mit sehr kleinem Risiko auf die größere Ebene rüberschwappen kann. Wer gar keine Ahnung hat, was ich damit meine, der guckt sich gerne unsere Trade des Tages Hinweise immer wieder an. Da stellen wir verschiedene Trades vor, wie wir reingehen, wie wir rausgehen aus dem Markt. Und da finden Sie mit Sicherheit auch den ein oder anderen wertvollen, hoffe ich zumindest mal, Hinweis, was man tun kann. In diesem Sinne lasse ich die Jungs und Mädels ja im Hintergrund mal wieder alleine, ziehe mich selber zurück, auch an den Handelsplatz. Wir sehen uns in den Märkten. Bis dahin, alles Gute.